2018 erlebte der Mexikaner Roche etwas sehr, sehr Unheimliches. Roche erlitt einen Herzinfarkt und fiel 3 Tage ins Koma. Er berichtete, dass er in diesen 3 Tagen sehr merkwürdige Träume hatte. An einen dieser Träume konnte er sich jedoch noch sehr gut erinnern. Ein kleines Mädchen kam an sein Krankenhausbett und bot ihm ihren Teddybär an und sagte zu ihm, wenn du diesen Teddy nimmst, wirst du überleben. Roche erwachte und war sehr glücklich darüber, noch am Leben zu sein. Aber Roche war nicht allein. An seinen Füßen auf seinem Bett saß ein kleiner Teddybär. Er war sich sicher, dass es genau der gleiche Teddybär war, wie der, welcher ihm von dem kleinen Mädchen angeboten wurde. Ein paar Tage später wurde Roche aus dem Krankenhaus entlassen und konnte wieder nach Hause. Gleich in den ersten Nächten hörten Roche und seine Familie nachts immer wieder merkwürdige Geräusche. Gerade aus dem Gästeraum kamen immer wieder sehr laute und unheimliche Geräusche, und in genau diesem Raum befand sich auch der Teddybär aus dem Krankenhaus. Knapp eine Woche verging, und als Roche mal wieder durch die Geräusche geweckt wurde, welche scheinbar aus dem Gästeraum kamen, schnappte er sich sein Handy und begann, das Ganze zu filmen. Sí, te escuché. Te escuché que ocupabas a tu mamá. No sé en qué más. Dass er nur helfen möchte. Als Roche den Raum verlässt, um zu schauen, was passiert, sehen wir, dass sich niemand anderes in dem Raum aufhält. Als dann plötzlich wieder laute Geräusche aus dem Raum kommen, nimmt Roche all seinen Mut zusammen und schaut nach. Etwas sehr Dunkles sitzt plötzlich auf dem Bett. Es ist so dunkel, dass es sogar schwer ist, irgendwelche Umrisse zu erkennen. Was denkt ihr? Hat sich vorher jemand in dem Raum versteckt und sich dann auf dem Bett positioniert? Oder könnte es vielleicht doch etwas Paranormales sein? Ihr entscheidet. Durch Zufall bin ich auf dieses Video gestoßen und war so sehr davon fasziniert, dass ich das Internet nach ähnlichen Videos durchsucht habe. Aber schauen wir uns erstmal den ersten Clip an. Wir sehen eine Trauerfeier, einen Ballon und die am Boden zerstörte Mutter. Achtet jetzt einmal auf den Ballon und was dann passiert. Leider gibt es über dieses Video nur wenig Informationen. Was ich jedoch in Erfahrung bringen konnte, ist folgendes. Die Trauerfeier war für einen kleinen Jungen, der Ballons geliebt hat. Die Frau, zu der der Ballon fliegt, ist die Mutter des kleinen verstorbenen Jungen. Leider musste ich wegen Copyright den Ton entfernen. Aber glaubt mir, hättet ihr gehört, wie die Mutter voller Trauer geweint und getrauert hat, wären euch sicher auch die Tränen gekommen. Ich halte es hier für ziemlich unwahrscheinlich, dass irgendjemand den Ballon mit einer Schnur gelenkt hat. Zum einen wäre es ziemlich verächtlich, wenn jemand auf einer Trauerfeier zu solchen Mitteln greift, und zum anderen ist es in meinen Augen unmöglich, die Flugbahn des Ballons mit einer Schnur so zu steuern. Davon mal ab, wo soll die Schnur befestigt sein? Wenn wir auf die Schnur achten, die am Ballon befestigt ist, sehen wir, dass diese kerzengerade nach unten hängt. Auch einen Windzug halte ich für unwahrscheinlich.
denn am Ende verweilt der Ballon bei der Mutter. Bei einem Windzug würde der Ballon weiterfliegen. Das ist mal wieder ein Video, bei dem ich keine logische Erklärung habe, aber es ist auch nicht das einzige. Kommen wir zum nächsten. Leider gibt es zu diesem Video keine Informationen. Das einzige, was ich in Erfahrung bringen konnte, ist, dass dieses Gebäude, in welchem nun die Kneipe ist, vor vielen Jahren mal als Leichenhalle genutzt wurde. Hier habe ich den Ton entfernt, weil drei hysterische Frauen zu 80% nur böse Wörter sagen. Es ist für das Video aber auch nicht relevant, denn ihr seht ja, was passiert. Und auch hier habe ich keine logische Erklärung. Das letzte Video ist schon etwas bekannter, aber vielleicht kennen es einige von euch noch nicht. Das Ganze wurde in einem Kinderkrankenhaus in Argentinien aufgenommen. Ein paar Stunden bevor diese Aufnahmen entstanden sind, ist auf der Station ein kleines Mädchen gestorben. Wie bei den zwei Clips vorher habe ich auch hier keine logische Erklärung für das Ganze. Nun seid ihr gefragt, haltet ihr es für möglich, dass in allen drei Clips etwas Paranormales zu sehen ist, oder denkt ihr, das Ganze ist nur inszeniert? Ich persönlich finde und denke, dass in allen drei Clips nicht nachgeholfen wurde, gerade beim ersten und dritten Clip. Warum sollte sich jemand während einer Trauerfeier und in einem Kinderkrankenhaus die Mühe machen und da so etwas inszenieren? Der für mich aber entscheidendste Punkt ist der, egal ob in Clip 1, 2 oder 3, es ist unmöglich, die Flugbahn der Ballons so mit einer Schnur zu beeinflussen. Ich habe es hier zu Hause gerade selbst getestet. Es ist unmöglich, die Ballons in solch einer Flugbahn fliegen zu lassen. Und falls es ansatzweise doch so aussieht, erkennt man definitiv, dass nachgeholfen wurde. Und ich persönlich finde nicht, dass die Videos so aussehen, als hätte da jemand nachgeholfen. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Wie immer sollt ihr selbst entscheiden, was ihr für real oder fake haltet. Ich für meinen Teil denke, dass bei diesen drei Videos wirklich die Möglichkeit besteht, dass wir dort etwas Paranormales sehen. Wie seht ihr das? Die Nummer 3 ist etwas Besonderes, denn hier sehen wir gleich zwei paranormale Vorfälle aus jedoch zwei verschiedenen YouTube-Kanälen. Zum einen sehen wir Chad vom Kanal Ghost Hunt Weekends. Auf diesem Kanal werden regelmäßig Touren zu unheimlichen und heimgesuchten Orten hochgeladen. Der zweite Kanal heißt The Carpet Bagger und wird von Jacob betrieben. Dieser Kanal hat eher weniger was mit Geistern und paranormalen Dingen zu tun und gerade dieser Fakt macht die Nummer 3 so unheimlich und glaubwürdig. Chad und Jacob trafen sich, um gemeinsam das Titanic Museum in Tennessee, USA, zu besuchen und es gleichzeitig auch auf paranormale Aktivitäten zu überprüfen. Falls ihr euch nun fragt, warum überprüft man ein Museum auf paranormale Aktivitäten? Ganz einfach. Das Titanic Museum in den USA ist kein normales Museum, denn dieses Museum ist quasi ein originaler Nachbau von der Titanic. Von der Größe hat das Museum ungefähr die Hälfte der originalen Titanic. Hinzu kommt, dass mehr als 400 originale Gegenstände in dem Museum ausgestellt werden. Diese wurden zum Teil im Wrack der Titanic geborgen oder stammen teilweise sogar von den Opfern der Katastrophe. This is Mr. Isidore Strauss's ring. It's a wedding ring that was recovered from the dead body. Nicht nur wegen den originalen Gegenständen glauben viele der Angestellten des Museums, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht.
Denn einige der Angestellten berichten immer wieder von merkwürdigen oder unheimlichen Vorfällen, die nicht logisch zu erklären sind. Auch andere Besucher des Museums glauben, dass einige Seelen der über 1495 Menschen, die 1912 bei der Katastrophe ums Leben kamen, dort ihr Unwesen treiben. Der erste merkwürdige Vorfall ereignet sich, als die Gruppe auf dem obersten Deck ankommt. Chads und Jacobs Kamera nehmen beide etwas sehr Unheimliches auf. Hey, what's that screaming? Is that screaming? Yeah, did you hear that? Screaming. Dude, we just heard screaming. 3, 2, 1. Whoa. Yeah, this one here. Hey, what's that screaming? Is that screaming? Yeah, did you hear that? Can you make that one go off? 3, 2, 1. Whoa. Yeah, this one here. Hey, what's that screaming? Is that screaming? Yeah, did you hear that? Screaming. Dude, we just heard screaming. 3, 2, 1. Whoa. Yeah, this one. Hey, what's that screaming? Is that screaming? Yeah, can you hear that? Als eines der Geräte ausschlägt, ich meine, es müsste ein REM-Pod gewesen sein, hören alle einen merkwürdigen, aber ziemlich unheimlichen Schrei. Ich finde, allein schon dieser Schrei war und ist ziemlich unheimlich, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was jetzt kommt. Als die Gruppe tief im Schiff unterwegs ist, dort wo die Menschen der zweiten Klasse untergebracht waren, passiert etwas sehr Unheimliches. Was das Ganze aber noch um ein Vielfaches gruseliger macht, keiner aus der Gruppe hat etwas bemerkt. Aber seht selbst. Yeah. Let us know you're in there. Can you bang harder? We'll get the keys. We can't hear you if you're in there. Habt ihr es gesehen? Als Chad kurz zur Gruppe rüberschwenkt, um diese zu filmen, sehen wir im Hintergrund eine dunkle Gestalt, die scheinbar auf die Wand zuläuft und dort verschwindet. Für mich sieht es so aus, als würde dieses Wesen eine Art Kleid tragen. Am meisten wundert es mich aber, dass keiner aus der Gruppe auf dieses Wesen reagiert. Gerade die drei Personen ganz links müssten wenigstens aus ihrem Augenwinkel etwas wahrnehmen. Aber wie immer liegt es bei euch. Haltet ihr es für möglich, dass es in dem Museum wirklich nicht mit rechten Dingen zugeht und dort womöglich Seelen der Verstorbenen ihr Unwesen treiben? Vielleicht sogar, weil in dem Museum persönliche Gegenstände ausgestellt werden? Oder ist das mal wieder ein ziemlich aufwendiger Fake, der, ich möchte es noch einmal erwähnen, auf zwei verschiedenen YouTube-Kanälen zu sehen wäre? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Das nächste Video ist ziemlich mysteriös und wisst ihr auch warum? Ich habe Stunden damit verbracht, mehr über die Geschichte und den Hintergrund in Erfahrung zu bringen, konnte aber einfach nichts finden. Ich kann euch nur sagen, dass es sehr, sehr unheimlich ist. Das Video wurde auf einem anonymen YouTube-Kanal gepostet und kurze Zeit später wieder gelöscht. Wir sehen jetzt eine Frau aus den Niederlanden, die in ihrer Wohnung einen wahrhaftigen Horrorfilm durchlebt. Wir sehen, dass die Frau alleine in der Wohnung ist und sie erzählt, dass sie merkwürdige Geräusche hören kann.
Während sie filmt, fängt plötzlich die Lampe über ihr an zu wackeln und das Licht in der Küche geht an und aus. Als sie nachschauen geht, stehen einige Schranktüren offen. Voller Angst geht sie wieder aus der Küche und hört auf einmal, wie die Schranktüren mit großer Wucht wieder geschlossen werden. Danach geht auch das Licht wieder aus und kurz bevor das Video endet, schaut irgendetwas um die Ecke. Wie schon erwähnt, ich habe keine weiteren Informationen über die Frau, weiß also auch nicht, was danach passiert ist. Was denkt ihr? Ist es real oder doch nur ein Fake? Ihr entscheidet. Vlad Resnov ist ein YouTuber aus der Ukraine. In diesem Video macht er mit seinen Freunden eine Challenge. Sie möchten die Nacht in der abgesperrten und logischerweise seit langem verlassenen Zone rund um Tschernobyl verbringen, also direkt in der Sperrzone. Exclusion Zone bedeutet übrigens Sperrzone. Inzwischen gibt es sogar offizielle Touren nach und durch Tschernobyl. Aber auch für Leute wie Vlad ist es kein Problem, ohne gesehen zu werden, in die Sperrzone zu kommen. Wird man jedoch erwischt, drohen einem harte Strafen in der Ukraine. Der YouTuber Shai hat zum Beispiel vor einigen Wochen auch eine illegale Tour nach und durch Tschernobyl gemacht. Aber kommen wir wieder zurück zu Vlad und seinen Freunden. Schon auf dem Weg zur ersten Stadt innerhalb der Sperrzone sieht sie sehr vorsichtig und bemüht, dem patrouillierenden Militär aus dem Weg zu gehen. Aber scheinbar ist das nicht die einzige Gefahr, die dort lauert. Надеюсь, мы доживем до утра, но потому что реально очень страшно. Там что-то шрудит, что-то бегает, что-то мычит. Я не знаю, я продолжу съемку, когда мы найдем какой-то домик, чтобы переждать хотя бы какое-то время до светла. Als Vlad und seine Freunde dann schließlich ein Haus gefunden haben, in welchem sie die Nacht verbringen können, wollen sie sich eigentlich auch alle schlafen legen. Es dauert jedoch nicht lange und Vlad ist wieder wach. Er hört seltsame Geräusche und geht nachschauen. Plötzlich sieht er eine Bewegung und rennt wieder ins Haus, weckt seine Freunde, die ihm jedoch nicht glauben. Doch das sollte sich kurze Zeit später ändern. Тихо, тихо, слушай, 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 тише. Вот, все, 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 иди быстрее. Он где-то тут. Он в сарае, что ли? Нет? Тихо. Пусть, держи, держи быстрее. А куда держи? Я дверь закрою. Иди закрой дверь. Nach dieser Begegnung wollte natürlich keiner mehr die Nacht dort verbringen. Vlad und seine Freunde packten also so schnell es ging ihre Sachen und verschwanden von da. Vlad glaubt bis heute, dass es entweder ein Geist war oder ein, ja, Tschernobyl-Mutant. Also, was glaubt ihr? Ist es vielleicht wirklich der Geist eines Menschen, welcher die Katastrophe damals nicht überlebt hat? Oder doch sogar ein Mutant, der in der Sperrzone sein Unwesen treibt? Oder ist es einfach nur ein Mensch, der Vlad und seinen Freunden Angst machen wollte? Wie immer liegt es bei euch. Ihr entscheidet. Wenn dir das Video gefällt, lass doch einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal und aktiviere die kleine freundliche Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann!